Guten Abend, ich begrüße Sie alle herzlich zu unserer Veranstaltung Strafverfolgung ohne Grenzen. Mein Name ist Bente Scheller, ich leite das Nahost- und Nordafrika-Referat der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Berlin. Und das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, das wir schon lange unterstützen und bei dem wir heute Abend mit unserem Kooperationspartner, dem ECCHR, diese Veranstaltung machen. Eine Veranstaltung, bei der es darum geht, wie kann Gerechtigkeit für Völkerrechtsverbrechen vor deutschen Gerichten gesucht werden. Ich möchte als erstes ein Bild zeigen, das Sie vielleicht auch schon in der Ankündigung unserer Veranstaltung gesehen haben. Können wir bitte das Bild mit den Stoffresten sehen? Bei diesen Stoffresten handelt es sich um Stoffstücke, die mit den Namen und den Kontaktdaten von Zellengenossen eines syrischen Journalisten und Menschenrechtsverteidigers beschriftet sind. Oder er hat sie rausgeschmuggelt aus einem Gefängnis in Syrien. Beschriftet sind sie mit eben diesen Namen von Mitgefangenen, geschrieben mit dem Blut von Mitgefangenen und mit Knochen, die hier verwendet wurden als Stifte. Also ein wirklich fürchterliches, sehr eindringliches Zeugnis davon, wie es in syrischen Gefängnissen zugeht und was man machen muss, um überhaupt Informationen über Gefangene herauszuschmuggeln. Mansour al-Omari, derjenige, der eben diese Stoffstücke in seinem Hemd rausgeschmuggelt hat, hat uns diese freundlicherweise als Bild zur Verfügung gestellt. Er hat sie mit vier Mitgefangenen festgehalten, die Namen, und drei von ihnen sind leider in Haft noch verstorben. Wir danken Mansour Omari für dieses Zeugnis und ich denke, das ist wirklich ein sehr bedrückendes Werk. Es ist ein Teil dessen, was jetzt vor deutsche Gerichte gebracht wird, und zwar die Menschenrechtsverbrechen, die in Syrien begangen werden. Und ich möchte damit überleiten zum heutigen Abend. Wir können das Bild auch wieder ausschalten. In Koblenz haben im April 2020, also vor wenigen Monaten, Verfahren begonnen. Es heißt das sogenannte Al-Khatib-Verfahren und das ist weltweit der erste Strafprozess zu Staatsfolter in Syrien. Die Verbrechen wurden in Syrien begangen. Die Täter oder beziehungsweise die Angeklagten sind Syrer ebenso wie die Betroffenen. Und dass es möglich ist, diese Verbrechen hier in Deutschland vor Gericht zu bringen, das ist wegen des Weltrechtsprinzips, das in Deutschland angewandt wird. Es ist ein Verfahren, das sehr wichtig ist. Wir kennen natürlich den Ausgang nicht und wir wissen noch nicht einmal, wie lange es dauern wird, hier überhaupt ein Urteil zu haben. Die Verfahren betreffen nur einen sehr kleinen Teil der Verbrechen, die in Syrien begangen werden. Und dennoch, für Betroffene ist es wirklich das erste Mal, dass sie diese Verbrechen vor Gericht thematisieren können. Es ist ein Anfang auf einem langen Weg der Suche nach Gerechtigkeit. Und deswegen denke ich, diese Verfahren sind außerordentlich wichtig. Sie haben sowohl in Deutschland als auch international sehr viel Beachtung gefunden. Und so haben wir den heutigen Abend diese Verfahren zu unserem Thema gemacht. Ich freue mich besonders, dass wir jetzt eine langjährige Menschenrechtsaktivistin und Politikerin hier bei uns haben, Claudia Roth von Bündnis 90 Die Grüne, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Willkommen, Claudia Roth. Vielen Dank, dass du heute Zeit hast, mit einer kleinen Keynote dies zu eröffnen. Ja, vielen, vielen Dank, lieber allerliebste Bente, liebe Demokratinnen, liebe Freundinnen. Die heutige Diskussion ist sehr, sehr wichtig, weil sie sich einem Thema widmet, das eine wirklich zentrale Rolle spielen kann in der Aufklärung von eigentlich unbeschreiblichen Verbrechen, wie sie in Syrien geschehen sind, wie sie übrigens immer noch geschehen. Was vor dem Koblenzer Gericht mit vielen Zeuginnen, mit Dokumenten, mit Beweisstücken und unter großer Mithilfe von engagierten Organisationen und einzelnen Persönlichkeiten verhandelt wird, das ist an Grausamkeit wohl kaum zu übertreffen. Taten, die so unmenschlich sind, dass dafür der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit wirklich steht. Taten, die uns einen Einblick geben in das syrische Regime und in die verborgene Mördermaschinerie des Diktators Assad. Sie zeugen von struktureller und von systematischer Folter, von brutalster Tötung, von exzessiver sexualisierter Gewalt. Dass dieses Verfahren, diese Verfahren in Deutschland geführt werden, ist wirklich, ja, es ist historisch, wie Bente ja schon angedeutet und gesagt hat.
Es ist einmalig bisher und ganz besonders eine große und hoch anzuerkennende Leistung ziviler Organisationen. Und deswegen möchte ich mich zuallererst bedanken beim ECCHR, dem European Center for Constitutional and Human Rights, das mit Akribie, mit Durchhaltevermögen, mit der Suche nach Gerechtigkeit die Aufklärung und am Ende das Verfahren maßgeblich ermöglicht hat. Mein Dank geht aber auch an die vielen Organisationen wie Adopt a Revolution, die in Deutschland und in ganz Europa so eindringlich für die Sichtbarkeit, für den weiterhin andauernden Krieg, der mitnichten beendet ist, und für das tiefe Leid der Menschen in Syrien geschaffen haben. Was sie leisten, ist wirklich bewundernswert. Und es zeigt ein Gerechtigkeitsverständnis, das in diesem Verfahren eine ganz besondere Rolle spielt. Der Koblenzer Prozess verhandelt zum ersten Mal die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die seit langer Zeit in Syrien von konkreten Personen und Verantwortlichen begangen wurden und begangen werden. Und damit wird nicht nur das Unrecht der Verbrechen in Syrien benannt, sondern auch internationale Rechtsgeschichte in der Aufarbeitung des Syrienkriegs und von Völkerrechtsverbrechen geschrieben. Lassen Sie mich den Menschenrechtsanwalt Anwar al-Buni zitieren, der über den jetzt begonnenen Prozess in Koblenz gesagt hat, ich zitiere: Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass juristische Verfahren schon beginnen, während die Straftaten noch begangen werden. Diese Gerechtigkeit kann bestimmen, wie der Konflikt ausgeht. Zitat Ende. Es ist unser funktionierender deutscher Rechtsstaat, der somit in der Lage ist, diese Verbrechen mit dem Verständnis von und auf der Basis der Universalität des Weltrechtsprinzips anzuklagen. Unser Rechtsstaat, der anerkennt, dass seine nationale Rechtsordnung in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Gewähr dafür leisten muss, dass die furchtbarsten Straftaten, auch wenn sie in anderen Ländern begangen werden, verfolgt und angeklagt werden können. Und genau damit einen Weg zu eröffnen, der dazu führt, die Angeklagten nicht im Sinne des nationalstaatlichen Interesses, sondern in Übereinstimmung mit der internationalen Rechtsordnung vor ein Gericht zu stellen. Es sind Angeklagte, die nach allem, was wir heute wissen, eine entscheidende Rolle in der Unterdrückungsmaschinerie gespielt haben. Die Angeklagten in Deutschland vor Gericht stellen zu können, ist auch dem Zufall zu verdanken, dass sich die vermutlichen Täter hier bei uns in Deutschland aufgehalten haben. Sie haben wohl Asyl beantragt. Sie haben sich in Deutschland aufgehalten, aber auch deren Opfer. Deutschland erhebt diese Anklage, und das ist wichtig, unabhängig davon, wie der Konflikt ausgeht. Dass dieser Prozess eröffnet werden kann, ermöglicht erstmalig, ein solches Verfahren rechtsstaatlich zu führen. Und ich sage aber auch sehr persönlich, dass die Anklage gegen die Täter dieser Verbrechen nun in Deutschland erhoben wird, ist auch für uns von historischer Bedeutung. Es waren doch gerade die Lehren aus den unbeschreiblichen Gräueltaten des 20. Jahrhunderts, der von Deutschen begangene industrielle Massenmord, die Shoah, die überhaupt dazu geführt haben, dass Straftaten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der internationalen Rechtsordnung klar benannt und verfolgt werden. Mit der Schaffung der internationalen Straftatbestände wurden die Lehren aus dem Naziterror gezogen. Solche Taten durch das Weltrechtsprinzip international verfolgbar zu machen, ist eine globale Errungenschaft der Gesetzgebung, nimmt Tätern den Schutz und ermöglicht den Opfern die überlebenswichtige Auseinandersetzung mit dem Geschehenen. Der Wille zur Aufklärung, zu fairen und rechtsstaatlichen Verfahren und nicht zuletzt die Suche nach Gerechtigkeit sind zivilisatorische Errungenschaften. Es sind aber auch Erfolge, die nicht davon abhängen können, ob sich einzelne Staaten
zur juristischen Aufarbeitung bereit erklären, sondern primär international geahndet und aufgearbeitet werden müssen. Genau die diesem Gedanken zugrunde liegende Vision einer globalen Zusammenarbeit zur Verfolgung schwerster Verbrechen hat ja zur Gründung des Internationalen Gerichtshofs mit Sitz in Den Haag geführt. Seine juristische Grundlage, das multilaterale römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998, war ein Akt, der davon zeugt. Er nahm seine Tätigkeit am 1. Juli 2002 auf und ist für 123 Staaten zuständig, die unterstützen, und darunter alle Staaten der Europäischen Union. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut, dass es auch bei uns in Deutschland eine heftige Debatte darüber gab. Ich war damals Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag und wir hatten eingeladen die damalige Justizministerin Däubler-Melin. Und es war gar nicht so einfach, diese Überzeugungsarbeit zu leisten, dass selbstverständlich auch deutsche Staatsbürger vor einem internationalen Gericht zu erscheinen haben und auch angeklagt und auch verurteilt werden müssen, können müssen. Und das hat ja dann auch bei uns zu einer Grundgesetzänderung geführt. Länder wie China, Indien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland, die Türkei und Israel haben das römische Statut entweder gar nicht unterzeichnet, das Abkommen nach der Unterzeichnung nicht ratifiziert oder ihre Unterschrift zurückgezogen. Sie sehen, wir haben noch viel internationale Überzeugungsarbeit zu leisten, damit der Internationale Strafgerichtshof zu einem effektiven Strafgerichtshof wird, von dem Täter sich nirgendwo auf der Welt entziehen können. Aber dafür muss er natürlich deutlich gestärkt werden, denn der Strafgerichtshof ist auch 20 Jahre nach seiner Gründung ein sehr fragiles Konstrukt, dem von einigen Staaten systematisch Steine in den Weg gelegt werden. Nicht zu vergessen zum Beispiel, wie die Trump-Administration das Einreisevisum der Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichts, Fatou Bensouda, ihr das Einreisevisum entzogen hat, weil sie ein Ermittlungsverfahren gegen amerikanische Soldaten wegen mutmaßlicher Verbrechen in Afghanistan eröffnen wollte. Vor allem zurück zu Syrien. Vor allem wegen der Blockade Russlands im UN-Sicherheitsrat bleibt seit Jahren der Weg zur Aufarbeitung schwerer Verbrechen im Syrienkrieg versperrt. Eine Unterbreitung an den Internationalen Strafgerichtshof wird offen von Russland verhindert, obwohl eine erdrückende Dokumentation von systematischer Folter, von Angriffen auf zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser, wie Kindergärten, wie Schulen vorliegen. Dass Deutschland dieses Verfahren im Rahmen seiner nationalen Kompetenz im Dienste des Weltrechtsprinzips übernimmt, um so Recht und Straflosigkeit zu überwinden, ist deshalb wirklich wichtig, umso wichtiger sogar. Das bedeutet aber keineswegs, dass Deutschland sich anmaßt, die Aufgaben und Kompetenzen des Internationalen Strafgerichtshofs zu übernehmen. Dieses Verfahren sollten wir aber als Unterstützung für den Internationalen Gerichtshof verstehen. Parallel muss alles getan werden, um die Strafverfolgung und Rechtsprechung auf internationaler Ebene zu stärken und internationale Aufarbeitung zu gewährleisten. Und das heißt, den Internationalen Strafgerichtshof tatsächlich zu stärken, für ihn zu werben, weil wir an seine Vision glauben. An die Vision einer internationalen Gerechtigkeit gegen Verbrechen, die die gesamte Menschheit angehen. Um sicherzustellen, dass wirklich niemand vor der Strafverfolgung sicher sein kann und dass wir als internationale Gemeinschaft das unverkennbare Signal senden, dass Taten, wie sie in Syrien verübt wurden und verübt werden, niemals geduldet oder gar vergessen werden. Von diesen Verbrechen erfahren haben wir auch, weil mutige Menschen ihrem Gewissen gefolgt sind. Da ist der Militärfotograf César, der seine über 28.000 Bilder den Ermittlern übergab und einen Einblick in die Systematik der grausamen Gewalt gab. Bilder, die den tiefsten Schrecken von staatlicher Folter und Gewalt in Syrien festhalten.
Es sind Menschen wie Wassim Mukhtar, der als Zeuge, als Überlebender, als Nebenkläger vor dem Gericht ausgesagt hat. Aber es sind auch mutige Juristinnen und Juristen wie Jumana Saif, die heute auch hier auf dem Podium sitzt und als unerschrockene syrische Menschenrechtsanwältin vor allem die sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen aufarbeitet. All diese Menschen tragen mit ihrer unermesslich wertvollen Arbeit und ihrem Engagement dazu bei, dass die Beweise vorliegen, die dem Strafprozess in Koblenz ja die Kraft geben, die ihn ermöglichen, die ihn untermauern. Sie bringen Zeuginnen und Zeugen zusammen, ermutigen sie auszusagen, begleiten sie bei den Prozessen und nehmen öffentlich Stellung über die systematische Folter in Syrien unter Assad, alles unter der Gefahr und unter Inkaufnahme auf absehbare Zeit nicht in ihre Heimat zurückkehren zu können. Alleine dieser Preis, der möglicherweise dauerhafte Verlust von Heimat und von Zuhause, damit diese Verfahren überhaupt stattfinden und damit Recht gesprochen werden kann, verdient unsere allergrößte Hochachtung und unseren allergrößten Respekt. Das eingangs erwähnte Zitat des Menschenrechtsanwalts Anwar al-Bunni geht noch weiter. Er sagt auch, ich zitiere, wer per internationalem Haftbefehl gesucht wird, kann nicht mehr als Partner für die Zukunft Syriens erachtet werden. Zitat Ende. Das sind wichtige, mahnende Worte für politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, wenn es um den Wiederaufbau Syriens geht. Denn ohne Gerechtigkeit würde eine Erneuerung des politischen Systems in diesem Land in ganz, ganz große Ferne rücken, eigentlich überhaupt nicht möglich sein. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für Ihre vielen Bemühungen, dieses Verfahren Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist insbesondere ein Signal an die Syrerinnen und Syrer. Wir haben euch nicht vergessen, vergessen tötet. Und wir haben nicht vergessen, was euch geschehen ist. Und deswegen am Ende meiner Einleitung auch nochmal meinen ganz besonderen Dank an Bente, die seit vielen, vielen, vielen Jahren mit großem Herzblut für die Gerechtigkeit und für die Menschenrechte der Menschen in Syrien streitet. Vielen Dank, Claudia. Ich bin dabei nicht alleine. Ich habe das mit der Böll-Stiftung die ganze Zeit getan und möchte diesen Dank gerne auch an all meine Kolleginnen und Kollegen hier weitergeben. Das war eine unglaublich passionierte Rede, die du gehalten hast, die ja auch die Wichtigkeit von Gerechtigkeit nochmal in den Fokus gerückt hat, in denen du klare Worte dafür gefunden hast, was für Taten es eigentlich sind, um die es hier geht, wer sie begeht, wer sie ermöglicht und in der du auch den Mut derjenigen anerkannt hast, die sich diesen Verfahren heute stellen, die als Zeugen, als Betroffene hier dabei sind, diese Verfahren auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich möchte dementsprechend überleiten. Wir haben einen Abschnitt dieser Veranstaltung, der sich spezifisch der Perspektive der Betroffenen widmet. Und hier möchte ich gerne Wassim Mukhtar einladen, seine Einschätzung, seine Erfahrungen hier mit uns zu teilen. Wassim Mukhtar ist Künstler und Musiker aus Syrien. Er ist hier in Deutschland und ist hier auch im Al-Khatib-Verfahren als Zeuge aufgetreten. Wassim, bitte, teil uns mit, was du für uns heute Abend vorbereitet hast. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich versuche heute auf Deutsch zu reden, aber vergeben mir, wenn mir die Wörter fehlen, vielleicht wechsle ich ein paar Sätze auf Englisch und dann wieder auf Deutsch. Danke sehr, Frau Scheller und Frau Ruth, für eure warme und wichtige Wörter. Das für mich persönlich und für meine Freunde, Eltern, Familie, für mein Volk, diese Wörter bedeuten viel. Ich werde über mehrere Aspekte von, es gibt
jetzt ein Aspekt von ein Überlebender von Folter und Gefängnis, aber es gibt auch einen anderen Aspekt als Nebenkläger und Zeuge in diesem Verfahren. Und auf einer persönlichen Ebene für mich, diese Verfahren ist, ich rede jetzt von mir selber als Person, ist ein Teil meiner Aufarbeitung, diese Trauma. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, aber auch in einem größeren Rahmen zu sehen, das ist das erste Mal ein fairer Prozess, ein juristisches, systematisches Verfahren stattfindet und sagt, ja, in Syrien passiert Verbrechen, die gegen Menschenrechte und Kriegsverbrechen. Und das ist zum ersten Mal diese, es gibt jetzt fast 500.000 Syrer von alle Seiten tot. Aber bisher noch nie gab es ein Verfahren, der sagt, dass ganz offiziell, ja, von juristischer Perspektive, jetzt haben wir ein Problem hier in diesem Land. Das war, wie Frau Roth schon gesagt, immer in Sicherheitsrat in der UN blockiert von Russland und China. Und in Syrien drin, die Justizsysteme und ja, die ganze Land ist kontrolliert mit einer Eisenhand von Diktatur. Und dann sind wir jetzt gezwungen auf diesen dritten Weg sozusagen, als der einzige Weg. Und ich bin sehr dankbar für Deutschland, aber das ist auch das erste Schritt. Ich glaube, das auch wird es gibt was in Niederlande und in andere Länder auch. Ich glaube, aber dieser Verfahren ist der erste. Hoffentlich wird das nicht das letzte, weil die Verbrechen sind leider viel zu viele, um nur ein Verfahren alles zu lösen. Diese Verfahren, ich habe ja die Name, in der Name von unserem Webinar kommt das Wort Gerechtigkeit. Und das kommt zu mir und jetzt auch auf sozialen Netzwerk und vor allem nach Al-Khatib-Verfahren und der Prozess, taucht dieses Wort auf Arabisch mehr und mehr in Diskussionen. Einfach nicht fachliche Diskussionen, sondern Freunde und Leute schreiben über, was heißt Gerechtigkeit? Auf Arabisch heißt Adale. Aber was heißt das? Gibt es das überhaupt? Gibt es Gerechtigkeit gegen... Jemand hat 100 Leute getötet. Was ist die gerechte Strafe? Meiner Meinung nach gibt es keine gerechte Strafe in diesem Fall. Aber das bedeutet nicht, dass Gerechtigkeit als Begriff nicht existiert. Vielleicht das ist eine Illusion, aber diese Illusion macht uns alle als Menschen zu einer besseren Gesellschaft. Syrien braucht diese Illusion von Gerechtigkeit, auch wenn das nicht das ist nicht so ein Punkt, wo wir richtig erreichen werden. Aber dieses Ideal von Gerechtigkeit, diese Werte, dass Menschen dürfen nicht Verbrechen begehen und straflos gehen. Nein, du machst was Böses, du musst eine gerechte Strafe bezahlen. Und dieser Begriff für uns Sucher, ehrlich gesagt, das ist immer noch neu. Wir vertrauen viele Freunde von mir. Ich war mit zwei anderen Inhaftierten im Khatib und beide wollten nicht vor, sie sind beide in Europa, einer in Deutschland, der andere in Frankreich. Und sie wollten beide nicht in diese Verfahren teilzunehmen, weil aus unterschiedlichen Gründen. Einer hat, der in Deutschland, hat kein Vertrauen in alle Uniformen, kein Polizist, er hat kein Vertrauen mehr. Der andere, der in Frankreich ist, hat Vertrauen, aber er sagt, okay, aber das bringt ja nichts. Und das bringt ja nichts und dann, sie werden mich nicht schützen, wenn ich jetzt zu einer
zu einer Ziel von Geheimdiensten oder so. Das heißt, ja, ich vertraue die Polizisten, die Polizei und diese Systeme hier in Europa in diesem Verfahren. Aber dann, sie werden mich in den Stich lassen, wenn mir Probleme kommen. Und ich finde, diese Aspekte um den Verfahren, nicht nur der Verfahren selbst, sondern das ist so viele Aspekte um den Verfahren herum, Outreach mit den Communities, weil das passiert in Deutschland, aber und die meisten darüber ist auf Deutsch gesprochen, aber die Betroffenen sind Sura und die Angeklagten sind Sura. Aber das ist ein sehr komischer sozusagen Balance sollte sein mit Medien und Stimmen. Zum Beispiel, das ist ein Aspekt. Zweiter Aspekt, eine Kommunikation. Ich weiß nicht, aber mir finde ich irgendwie komisch, dass drin in der Saal sind die deutschen Medien und die arabischen Medien sind draußen. Es gibt dieses Gefühl, ja, im Saal, in der Sinne, im Gebäude von Gericht. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland als Gesetz vielleicht oder was weiß ich. Aber das hat Wert für mich auch. Das heißt, der erste Zielgruppe für Kommunikation ist auf Deutsch. Und das verstehe ich auch. Wir sind immer noch in Deutschland und dieses Gericht ist immer noch Deutsch. Aber auch diese Geschichte oder diese ganze diese Geschichte ist sehr wichtig für andere Communities auch. Nicht nur die in Deutschland wohnen, nicht nur die Sura oder die Araber, die hier sind, sondern auch die in der Türkei, in Griechenland, in Jordanien, in Libanon, in Irak, in Syrien drin, in Gebiete außer Regimekontrolle oder auch unter der Regimekontrolle. Diese Geschichte ist sehr wichtig, weil das gibt Mut für andere, ihre Stimmen to raise their voices. Und das ist aber immer noch sage ich, das ist ein sehr wichtiger Verfahren, weil oder Prozess, weil das öffnet jetzt ein langer Weg, der folgt die Ideale der Gerechtigkeit, meiner Meinung nach. Vielen Dank, Wassim Mukhtar, dafür darzustellen, welche Rolle diese Prozesse für Betroffene spielen, welche Auseinandersetzungen und Debatten sie auch anstoßen. Wir dürfen nicht vergessen, neben all den Gräueltaten, die in Syrien geschehen, ist ein ganz massives Element der Strategie des Regimes auch, die Narrative auszulöschen, Leuten ihre Erfahrungen zu nehmen, sie dazu zu zwingen, sie zu verleugnen. Auch deswegen denke ich, Aussagen, die hier vor Gericht getroffen werden, aber auch Dinge, die Betroffene hier miteinander und mit der deutschen Öffentlichkeit austauschen können, haben auf jeden Fall eine große Rolle dafür, nicht zu vergessen und sich daran zu erinnern und den Betroffenen das Recht auch zu gewähren, sich zu erinnern. Was Rechte von Betroffenen betrifft, ich sehe, im Chat haben wir auch schon einige Fragen dazu. Ich möchte alle bitten, die im Chat Fragen stellen, sich zu gedulden. Am Ende werden wir zu den Fragen zurückkommen. Aber ich möchte jetzt erstmal auch noch darauf hinweisen, wir haben sicherlich auch einige Themen, die wir innerhalb der Veranstaltung so noch abdecken werden. Und gerade zu Rechten von Betroffenen hat die nächste, die ich hier aufs Panel bitten möchte, gearbeitet. Sarah Finnin ist eine australische Journalistin, die einen Bericht herausgegeben hat. Es ist ein Bericht zusammen mit Redress und dem ECCHR, in dem es spezifisch um die Rechte von Betroffenen von Völkerrechtsverbrechen geht. Und ich würde darum bitten, Sarah, dass du diesen Bericht jetzt vorstellst. Thank you for that introduction. And thank you to the Heinrich Böll Foundation and ECCHR for organising this important event tonight and for inviting me to participate.
As was mentioned, I'm an Australian lawyer. I work with the International Federation for Human Rights. I'm the project coordinator for a joint project on access to justice in Europe for victims of international crimes. It's a project that's being implemented by FIDH, ECCHR, the European Centre for Constitutional and Human Rights, and Redress. If we can go to the next slide. 2 weeks ago, we launched our final report called Breaking Down Barriers. The report is the result of a 2-year comparative study of how victims of international crimes are engaged in investigations and prosecutions in the EU, and the extent to which they can benefit from EU standards on victims' rights. Our study looked at 5 EU member states that are amongst the most active in investigating and prosecuting serious international crimes at the domestic level, including Germany. The focus of our comparative study was an EU directive, which sets out minimum standards that apply to all victims engaged in criminal proceedings, including victims of serious international crimes. These minimum standards are designed to ensure that victims or survivors are able to access information, to participate in criminal proceedings, and to receive support and protection that is adapted to their needs. Over 2 years, we conducted interviews with 140 investigators, prosecutors, victims advocates, policymakers, and other experts, as well as a number of victims, to see how this directive is being implemented in practice. If we can go to the next slide, please. The conclusion that we have drawn from our detailed comparative analysis is that while substantial progress has been made in recent years in the field of victims' rights, victims of serious international crimes continue to face significant legal and practical barriers that limit the exercise of their rights. Next slide, please. This evening, I'll focus on the practical barriers. Many of these practical barriers stem from the inherent difficulties in investigating and prosecuting international crimes at the domestic level. For example, there are enormous obstacles to bringing international crimes cases to trial. The crimes may have happened many years ago, thousands of miles away, and access to evidence is limited. So it's not unusual for litigation to take decades, perhaps with no satisfactory outcome. Also, the fact that many of the victims involved in such cases reside abroad raises obvious challenges. And these issues relating to distance are compounded by a number of other factors. The sheer number of victims potentially implicated in such cases, language issues, cultural differences. Also, national authorities often have insufficient expertise or resources to dedicate to victim engagement. This means they rely very heavily on NGOs to support them in overcoming these barriers. If we can go to the next slide, please. These inherent difficulties impact upon access to justice in a number of ways, and I'll focus on just a couple of examples this evening. The first is that they result in obstacles to victims actively participating in trials or even passively following them. Many victims are simply unaware of the possibility to participate in a trial and to obtain legal assistance. Even if they are aware, there's a lack of accessible information on the progress of proceedings in a language that victims understand. Wasim already mentioned this a few moments ago. So, for example, in Germany, neither the courts nor the authorities issue press releases that are targeted at victims and affected communities. If we can go to the next slide. The courts and the authorities also don't prepare translations of judgments or easy to understand case summaries like some other countries do. And you can see a couple of examples on the slide. These come from the Netherlands and Belgium, which are also conducting international crimes trials. Next slide, please. Also, as Wasim mentioned, there are limitations on interpretation of court hearings and restrictions on reporting by journalists and trial observers,
which also make it difficult to share information with affected communities and the broader public outside of Germany. These challenges surrounding outreach need to be addressed for criminal proceedings to be meaningful, both to individual survivors and to the broader affected communities. The other issue I wanted to highlight tonight is the issue of support. While criminal proceedings place a strain on all victims, this is often amplified in the case of victims or survivors of international crimes. The importance of witness testimony to such cases can weigh heavily on victims who may feel that they have a responsibility to those who no longer have a voice. These victims are often required to revisit traumatic events, which can have a serious destabilizing effect if they don't have access to appropriate psychosocial support. Psychosocial trial accompaniment has been provided to some victims during criminal proceedings in Germany. However, only a fraction of those in need of trauma counseling or more long-term intervention will receive treatment. This may affect a victim's willingness to participate in criminal proceedings, as well as their ability to recover from the harm that they've suffered, but it also affects the quality of the evidence that they're able to give. If we can move to the next slide, I'd like to close with a quote. It comes from one of the victims that we interviewed who participated in a recent trial. It wasn't a trial in Germany, but I think it's still relevant to the discussion this evening. After the trial was over and the accused was convicted, we asked her whether she'd go through all of this again. And she answered, "If I consider all the difficulties it brought to my life, then no, certainly not. There are enormous emotional, financial, social, and even physical costs. But I felt I needed to do something. Maybe I would have done something else instead of seeking justice, because this fight of 25 years, it's inhumane." Now, that a victim would feel like this in a case that actually resulted in a conviction is very unfortunate. Certainly not all victims have this experience. We equally interviewed victims and survivors who spoke about the positive impact of knowing that they'd been able to obtain justice somewhere far away from where the crimes occurred and after a long period of time. But I think it's important to remember that the result, a conviction, can so easily be overshadowed by the way that the victim or survivor feels that they've been treated throughout the criminal justice process. So to avoid this, the authorities must take a survivor-centered approach to all aspects of investigations and prosecutions and ensure that victims' and survivors' needs and wishes are addressed. We can go to the next slide. I'd like to thank you all for your attention. And if you'd like any further information on our study or a copy of the report, you can either reach out to ECCHR directly or you can contact us at the email address on the slide. Thank you. Thank you, Sarah. That was really, it's a very, Entschuldigung, ich spreche wieder Deutsch. Das ist wirklich ein sehr umfassender Bericht, der hier vorgelegt worden ist. Und ich denke wirklich, die Lektüre ist sehr viel wert, auch weil wir Fragen dazu haben, zu den Hindernissen. Es ist ein Bericht, der für verschiedene Länder aufgreift, welche Hindernisse hier vorhanden sind und auch zeigt, was die besten Möglichkeiten in anderen Ländern sind, die gefunden wurden, diese zu umgehen. Sicherlich etwas, wo man auch sagen könnte, in Deutschland ist da noch Raum für Verbesserung. Also vielen Dank für diese kurze Präsentation des Berichtes. Den Link finden Sie sicherlich auch im Chat. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil unserer Veranstaltung kommen. Wir haben hier drei ExpertInnen, die aus verschiedenen Perspektiven über die Verfahren und über Möglichkeiten, über Herausforderungen
aus der praktischen Arbeit berichten können. Und ich möchte hier als erstes Jomana Safe begrüßen. Ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, sowohl Claudia Roth und Jomana Safe kennen sich seit 2003, seit Jomana damals einen Menschenrechtspreis der Stadt Weimar stellvertretend für ihn damals inhaftierten Vater in Haft genommen hat. Als auch ich kenne sie genau aus diesem Zusammenhang. Jomana ist Rechtsanwältin, die sich in Syrien sehr viel für Menschenrechte eingesetzt hat. Sie ist auch Frauenrechtlerin und Frauenrechtsaktivistin und arbeitet auch an diesen Fällen, begleitet diese und wird heute spezifisch zum Thema sexualisierter Gewalt in Syrien sprechen, wie diese in Verfahren aufgegriffen werden kann. Ist sicherlich etwas, was auch stellvertretend für künftige Verfahren vielleicht aus anderen Kontexten relevant sein kann und wird, denn sexualisierte und genderbasierte Gewalt ist nach wie vor ein Thema, bei dem die juristische Aufarbeitung immer nur sehr dürftig stattfindet. Jomana, hiermit erteile ich dir das Wort. Good evening, everyone, and thank you so much, Bente, and everyone. Thank you so much. Yeah, I would like to say that since 2011, the beginning of our revolution, it's okay, the voice? Yeah. It was not surprising that the Assad regime has used sexual violence as a part of the systematic and widespread attacks against the civilian population, against the Syrian. And from 2012, many human rights reports asserted that sexual violence was one of the main reasons that pushed the Syrian to flee the country. In the first report of the International Commission of Inquiry on October 2011, sexual violence was documented also. And then later, sexual violence was documented with many other international and Syrian human rights NGOs like Amnesty International, like Human Rights Watch, UNAMO, and many, many other NGOs that documented as a widespread and systematic attack against the civilian. In 2018, and according to Human Rights Council, a report of I Lost My Dignity, even I don't agree with the title of the report, but according to the report, the rape of women and girls was documented in 20 branches of the intelligence services, and rape of men and boys was documented in 15 branches. And if you are wondering why the Syrians were not surprised by using the sexual violence from with his attack, that's simply because it's not a new practicing. Sexual violence was used even from the 80s against the civilian population and against women in particular in Hama and many other, in Aleppo and many other cities. And these facts, it was proved by the testimonies of the former prisoner and many other in the Words Against Silence report, which based on these testimonies. And it's in German, it's Stimmen gegen das Schweigen. So, and we all know that sexual violence is always in wartime, and in this time, it's the least expensive weapon, and at the same time, it's the most effective, not only in destroying the victim themselves, but also in fragmenting the society, the whole society. And its last term, it's like long-term impact will also affect not only the people socially and economically, but economically, but also even politically. And here from to come to Germany, after with ECCHR, after years of investigation and intensified work with survivor, witnesses, human rights activists, Syrian, I mean, after all this year and since 2017, ECCHR has filed 7 criminal complaints
based on the universal jurisdiction. Sexual and gender-based violence was a part of all these criminal complaints in here in Germany. And despite that, unfortunately, we didn't see the sexual violence as a charge, as a crimes against humanity was missing from the arrest warrants, the warrants against Jamil Hassan, and also it is missing from Al-Khatib indictment. And for that reason, ECCHR has filed a very special complaint concerning SGBV, sexual and gender-based violence, in June 2020, the last June, actually. And in this complaint, we argue, ECCHR has argued that rape and sexual coercion and the prevention of the person's reproductive capacity were committed systematically in detention center, in detention facilities by Syria. And still this complaint was on behalf of seven survivors with our partner, the Senior Women Network, and also with the ORNAMO. And after that, we still waiting for the result of that. So as we believe, that's the whole work, the effort that now in Germany, the investigation, the trial, the cases trial now, it's all will affect, it's really, it's like a base for any other justice effort, and will lay the ground for the any, it's not only in Germany here, but will be to set the ground for any other accountability work or accountability effort. So for that reason, it's an urgent demand. It's really important because after all of that, we believe that it's the investigation result and to recognize sexual and gender violence and gender-based violence as a crime against humanity, it's very important. So we applaud Germany and for utilizing the universal jurisdiction, and not only for that, but for really opening the road of justice for all the Syrian, as I mentioned before. But with all our respect and with all our appreciation, still just we saying that there is something missing. There is something that it's not will affect the women's status even in the future. So recognizing these crimes, it's very important to launch to initiate the investigations to really to include sexual and gender-based violence in the arrest warrant and also to issued another arrest warrant concerning the sexual and gender-based violence, but also alongside with the other crime that was alongside committed in detention facilities. So I think it's the absence of these crimes in particular, and the absence of the investigation and the prosecution of sexual and gender-based crimes means that these survivors will have no access to justice. That means the perpetrators will enjoy impunity even now and also in the future. That means to say after to the survivor themselves, and especially women, particularly women, to tell them to that it's after all these development of the that have been achieved for the international law and after the 1325 and all other Security Council resolution, that after all of that to tell them that sorry, we cannot provide you access to justice. Thank you. Dankeschön, Jumana.
Es ist klar geworden, wir haben große Lücken, die es hier noch zu füllen gilt. Und so ist das, was im Moment von dir und vom ECCHR hier gemacht wird, auch etwas, was Weiterentwicklung des Völkerrechts möglicherweise beitragen kann, was eben auch mehr Betroffenen von Gewalt und von Völkerrechtsverbrechen die Möglichkeit geben kann, diese entsprechend vor Gericht zu bringen. Und wir sprechen hier zwar heute Abend fast nur über das Al-Khatib-Verfahren, aber es ist klar, in Deutschland laufen auch andere Verfahren. Es gibt auch in Deutschland ein Verfahren wegen Völkerrechtsverbrechen an den Jesiden durch den IS. Auch hier ist das natürlich ein Thema, das absolut nicht wegzudenken ist. Deswegen vielen Dank, dass auch dieser Aspekt hier so eingehend beleuchtet und vor allen Dingen auch bearbeitet wird. Patrick Hoker, Anwalt in Deutschland und Leiter unter anderem der Arbeit des ECCHR zu Menschenrechten, ist heute auch dabei. Er ist von Anfang an involviert gewesen in die Verfahren, die zu Syrien gestartet wurden, in diese Prozesse. Patrick, ich erteile dir gerne das Wort. Ja, vielen Dank, Bente, und auch nochmal besonderen Dank an dich und das ganze Team von der Böll-Stiftung, dass wir das Event hier zusammen machen können und auch wirklich für die ganze Unterstützung, die wir für diese Syrien-Arbeit und viele andere Arbeit beim ECCHR bekommen haben von euch in vielen, vielen Jahren jetzt, hast du gerade selber gesagt. Ich will vielleicht aus der praktischen Perspektive von Völkerstrafverfahren einmal etwas zu dem größeren Kontext vielleicht sagen und dann noch ein bisschen mehr eingehen auf bestimmte Aspekte von den Syrien-Verfahren eben, die schon mehrmals genannt worden sind. Wenn ich aufgreife, was Claudia Roth auch am Anfang rausgestellt hat, dann kann man sicherlich der Bundesrepublik attestieren, dass sie also vorangegangen ist, das Weltrechtsprinzip anzuwenden mit der Schaffung eines modernen Völkerstrafgesetzbuches, aber auch mit diesen ersten Verfahren jetzt wirklich schon viel bewegt hat und sicherlich auch international da eine herausgehobene Rolle einnimmt. Inzwischen ist es wohl so, dass vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, der in diesen Verfahren die Ermittlungen führt, 110 Ermittlungsverfahren wegen Menschheitsverbrechen, wegen Völkerrechtsverbrechen geführt werden. Und das ist sicherlich ein großer Schritt und dafür kann man auch zu Recht applaudieren. Ich möchte aber den Applaus auch nicht zu sehr ausweiten, weil es auch da noch erhebliche Lücken gibt. Und das sollte man sich auch klar machen, dass immer bestimmte Staaten, bestimmte Gruppen von Tätern bisher nur Gegenstand von diesen Ermittlungsverfahren geworden sind. Auch hier gibt es sehr große weiße Flecken und das ist auch eines unserer Anliegen vom ECCHR, die Folter durch US-Militär- und Regierungsangehörige, eigentlich seit dem 11. September ist ein Beispiel, ein großer Kriminalitätskomplex, wo wir und viele, viele andere Organisationen und Leute versuchen, Aufarbeitung zu leisten, der bisher nicht angefasst wurde, aber auch Verbrechen in Sri Lanka etc. Jetzt vielleicht auf die etwas konkretere Ebene, insbesondere das Koblenzer Verfahren wurde schon mehrfach genannt. Bente, du hast gesagt, es gibt selbstverständlich auch viele andere Verfahren hier. Man sollte daneben auch nicht vergessen, dass wir einen internationalen Haftbefehl haben gegen den ehemaligen Leiter des Luftwaffengeheimdienstes, der immer noch in Syrien ist. Auch das sicherlich ein ganz, ganz großer Schritt. Am weitesten sind wir sicherlich in Koblenz, in dem dortigen sogenannten Al-Khatib-Verfahren, benannt eben nach dem Geheimdienstgefängnis, das dort Gegenstand des Verfahrens bildet. Nach fast 40 Verfahrenstagen kann man sagen, dass dort wirklich ganz, ganz wichtige Dinge schon erzählt, berichtet worden sind einer Gerichtsöffentlichkeit. Es ist ein Verfahren, was in gewisser Weise schon einen breiteren Aspekt eben abbildet, der furchtbaren Gräueltaten in Syrien. Es geht dort um 4000-fache Folter und um 58-fachen Mord als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das, finde ich, ist immer ein bisschen ein Ausdruck dessen, über was für eine Größenordnung wir dort reden. Und die positiven Aspekte, um die mal zu beleuchten. Also es haben an die 20 Überlebende sich dem Verfahren angeschlossen, als Nebenklägerinnen und Nebenkläger. Das ist eine sehr robuste, in Deutschland würde ich sagen, Beteiligungsmöglichkeit. Und das ist sicherlich etwas, was positiv zu bewerten ist.
In diesen 40 Verfahrenstagen sind ganz wichtige Beweise schon erhoben worden. Unglaublich viele Dinge sind schon dem Gericht präsentiert worden. Wasim Mugdad, den alle gerade selber gehört haben, hat dort als Zeuge ausgesagt und einige andere Überlebende auch, was natürlich einen besonderen Eindruck immer gibt und, glaube ich, uns Juristinnen und Juristen auch immer wieder dann stark verdeutlicht, worum es eigentlich geht bei diesen Verfahren in erster Linie. Die Cäsar-Fotos wurden eingangs auch schon erwähnt. Auch die wurden vor 10 Tagen in das Verfahren eingeführt durch ein rechtsmedizinisches Gutachten. Auch das ist sicherlich, wenn man den großen Kontext der Aufarbeitung der Verbrechen in Syrien sich anguckt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass einfach nochmal auch der Gerichtsöffentlichkeit klar gemacht wird und mit Beweisen belegt wird, was dort eigentlich passiert, nämlich wirklich zigtausendfacher Massenmord. Das wurde auch nochmal in sehr schockierender und eindrücklicher Art und Weise geschildert von einem Zeugen, der von Massengräbern in Syrien gesprochen hat, was mehr oder weniger auch ein Novum in der Dokumentation der Menschenrechtsverbrechen war, dass das so eindeutig dort klargestellt wurde. Nichtsdestotrotz gibt es auch da erhebliche Mängel, die ich hier nochmal ansprechen möchte. Jumana hat es gerade schon intensiv gemacht, aber man muss sich das wirklich nochmal verdeutlichen, dass sexualisierte Gewalt in Koblenz angeklagt ist als 2 Einzeltaten. Eine Art der Verbrechen, die nicht nur besonders tief wirkt in der Gesellschaft und besonders grausam ist, sondern die besonders systematisch in Syrien seit Jahrzehnten angewandt wird, ist nicht als Menschlichkeitsverbrechen angeklagt worden. Und das ist ein ganz großes Manko in dem Verfahren, das hoffentlich noch zu korrigieren ist. Es wurde von Wasim angesprochen, dass die Zugangsschwelle für die arabische Öffentlichkeit viel zu hoch ist. Es wurden Anträge gestellt, dass doch bitte in den Zuschauerraum auch arabische Übersetzung stattfinden sollte. Da hat das Gericht sich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Erst das Verfassungsgericht musste einschreiten, damit also arabischsprachige Journalistinnen und Journalisten Zugang bekommen konnten zu einer Übersetzung. Und das zieht sich dann natürlich weiter. Und da müssen deutsche Gerichte noch ganz viel lernen, damit sie eben nicht nur die deutschsprachige Öffentlichkeit als ihre Öffentlichkeit verstehen, sondern da auch ein bisschen weiterdenken und sich klar machen, dass es hier eben um das Weltrechtsprinzip ist, was hier Anwendung findet. Claudia Roth hat es am Anfang gesagt, es wird internationale Rechtsgeschichte geschrieben in der Aufarbeitung der Verbrechen damit. Auch das sieht das Gericht in Koblenz leider anders. Der Antrag des Internationalen Dokumentationszentrums für Kriegsverbrecherprozesse in Marburg wurde abgelehnt, dieses Verfahren den Ton dieses Verfahrens aufzuzeichnen für Geschichtszwecke mit der Begründung, es handle sich eben um kein Verfahren, was eine geschichtlich herausgehobene Bedeutung hätte. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und auch das ist natürlich stark zu kritisieren. Ich will gar nicht weiter Details nennen, vielleicht kommen wir nachher auch noch auf einige zu sprechen. Insgesamt vielleicht so als Fazit kann man sagen, in Deutschland hat ein ganz erheblicher Lernprozess auch in der Praxis eingesetzt. Das erste Verfahren, das vor ungefähr 5 Jahren zu Ende gegangen ist, war weitaus schwieriger zu führen als das jetzige Verfahren. Was die Verbrechen in Syrien angeht, auch das ist ganz wichtig, haben wir hiermit vielleicht einen ersten Schritt getan, aber uns muss klar sein, dass es nur ein allererster Schritt sein kann. Es können niemals alle Verbrechen untersucht werden, die in Syrien begangen wurden. Dafür sind es zu viele, aber es müssen viele, viele weitere folgen. Und da können wir insoweit zufrieden sein, dass ein erster Schritt gemacht wurde. Aber wir sollten uns genauso Gedanken machen, was ist denn mit den Schritten 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Und eben letztens nochmal hoffen wir, dass diese Erfahrungen, die in der Bundesrepublik auf allen möglichen Ebenen mit diesen Verfahren jetzt gesammelt wird, eben auch übertragen werden kann, wenn es darum geht, besonders mächtige Tätergruppen, vielleicht auch westliche Unternehmen oder westliche Staaten, auch einmal wegen ihrer Verbrechen zumindest Untersuchungen zu starten und eventuell dann vor Gericht zu sehen. Danke. Dankeschön, Patrick. Du hast auch hier wieder einige Mängel sehr deutlich herausgestellt und ich denke auch eine der Fragen im Chat sozusagen schon beantwortet, wobei ich denke, dass das eher ein Kommentar ist, wenn diese Verfahren von historischer Bedeutung sind, warum werden sie nicht aufgezeichnet, ist dort festgehalten, etwas, wo du gerade sagst, es hat die Aussage gegeben, sie seien gar nicht so historisch. Also da ist sicherlich
noch Raum da, hier noch einmal darauf zu dringen, wobei natürlich das zum Teil jetzt auch schon gelaufen ist. Der Zugang ist auch etwas, woran zu arbeiten ist. Wir haben hier noch einmal Einschätzungen von Dr. Leonie Steinl. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität, habilitiert dort auch. Und ein Schwerpunkt ist internationales Strafrecht. Vielleicht könnten wir von Ihnen noch einmal eine wissenschaftliche Sicht darauf haben. Was sind hier für Lücken jenseits derer, die hier schon genannt wurden? Was sind die wichtigen Elemente, die uns auch zeigen, wie grundlegend die Verfahren eigentlich hier sind und von welch grundlegender Bedeutung für alles, was auch weiterhin im Völkerrecht möglich sein soll? Ja, vielen Dank. I'll switch to English and I have to also do it here. Yes. I would actually like to build on what Jumana has been saying and also Patrick now. And I would also like to focus on one specific challenge, namely the challenge in prosecuting sexualized and gender-based crimes. And I do so because I really see that this is one of the most important, most fundamental gaps that we need to fill in this regard. And let me just start by saying that so far, if we look at the International Criminal Court and at German courts, we have not yet achieved a single final conviction for sexualized and gender-based crimes under international law. Why is that? Certainly not because these crimes never happen. No, it's because we have problems which relate to the prosecution and the prosecution strategy, and some of them have already been mentioned. And in talking about this, I would want to proceed chronologically now. So I will start with the investigation phase, then move on to the indictment, and finally the court proceedings. And in the end, I will just briefly address one point on substantive international criminal law in Germany. So first, investigations. It is quite obvious that this is a very important phase. And what we've seen here is that we need specially trained investigators. So even with regard to the prosecution of domestic sexualized and gender-based crimes, we do see a considerable need for specific training for the law enforcement officials, especially with regard to the gender-sensitive handling of such crimes, which is a requirement under international law. In particular, the role of gender stereotypes and also of sexuality-related myths and of rape myths is often not known and not reflected by law enforcement officials. This becomes all the more relevant in cases of crimes under international law, because here other stereotypes and other myths also play a role, such as, for instance, racist myths. And as such, we do need an intersectional understanding of sexual and gender-based crimes under international law. Also, we still see double standards when it comes to sexual violence. It is often assumed that they are different from other international crimes, that they are individual incidental cases, you know, which happen on the occasion of the conflict, but are not as closely related to the conflict. And I think, as Jumana has very well explained, that is not true. And this is a common misunderstanding still. It's also another misunderstanding that these crimes have to happen on a massive scale in order to be charged as an international crime. So this definitely needs to change. And what we need for this change are especially trained prosecutors investigators and prosecutors who act in a gender sensitive, in a culture sensitive way, and who are also attuned to the power differences in the specific situations. What I mean with cultural sensitivity is that sexual and gender-based violence is context-dependent. So which behavior is viewed as a violation of a person's sexual autonomy depends on the cultural context, amongst other things. And this has to be taken into account when charging and prosecuting such crimes. And here it is actually NGOs, survivors, you know, and civil society members who have a really important role to play, because they have this knowledge and their expertise should also be valued and taken into account by the officials. And when I speak of the international legal requirements, I'm actually referring to the Istanbul Convention, which requires Germany to hold trainings with regard to gender-based violence, gender stereotypes, and sexuality-related myths, as well as on methods to prevent secondary victimization to all professionals who work with survivors in a professional capacity. So that's a really important need for progress that we have here. Now I'll move on to the second point within the investigation, and this I'll be brief, because this concerns the support services for the survivors. And I think Sarah has made a really good point here. And I actually just want to reiterate one thing that she said, which is that adequate support for the survivors is not just in their interest, but it's actually in the interest of the prosecution.
because a safe, informed survivor will be able to help the prosecution much more. That brings me to the second phase, which is the indictment, so bringing charges actually. And here we definitely need a prioritization and we need a comprehensive approach. And I have a best practice example, which is actually from the ICC, where the Office of the Prosecutor has written a policy paper on sexual and gender-based crimes already in 2014. And this is an important paper because it does two things amongst many others. First, it emphasizes the need for a gender analysis. So an analysis of how, you know, gender stereotypes play a role on the crimes, how differences, gender-based differences, power inequalities affect crimes, and not just sexual and gender-based crimes, but all crimes under international law. And that's a really important analysis to carry out to make sure that justice really is for everyone. The second point from the paper is that it makes clear that we need a comprehensive approach with regard to the charging. So what we need is cumulative charging. Sexual and gender-based crimes must be charged as different crimes or different alternatives of crimes. And this is where we've seen some problems in Germany. And Jomana and Patrick have both of them, you know, already given the example of the Al-Khatib trial where we have this problem. We also have it in the Al-Hassan case. And we have it in the Yazidi complex where we clearly see missing the gender-related dimension, namely the gender-based persecution as a crime against humanity, which has not been charged. This now brings me to the third phase, which is the court proceeding. And here I'll just briefly come back to two points. The first one is training. And here it's obviously training for the judiciary. And that's an extremely important point in my opinion. And I think that one of the first proceedings in Germany concerning crimes under international law, the FDLR proceedings, have really clearly shown the need for judicial training with regard to crimes under international law. The second one, again, is the effective exercise of the legal rights of the survivors, that is access to psychosocial support services and effective accessory prosecution, so effective Nebenklage. This requires, for instance, that attorneys have adequate access to files, amongst many other things. And this now brings me to a very last point, which concerns the laws in Germany, and which I only want to address briefly for time reasons. But the German Code of Crimes under International Law, the VSTGB, only speaks of a sexual assault and rape. In the German Criminal Code, we have now moved a step further. We've actually made some progress and we now have a law that reflects a human rights-based understanding of sexual autonomy, which criminalizes non-consensual sexual acts. And I think this should apply to international crimes as well. And actually that's just one part of it. In the German VSTGB, we also don't have sexual slavery and we have forced pregnancies only in the narrow context. And lastly, what is missing are the other sexual rights. So a lot to do from my perspective. And on that not very positive, but still very hopeful note, I'll hand it over back to you, Bente, and thank you for your attention. Vielen Dank. Da ist wirklich sehr viel Interessantes in diesem sehr dichten Vortrag gewesen. Also ich finde es wirklich spannend, wie viel hier sich entwickelt, wie viel wir darüber auch erfahren können und wie die Relevanz dieses Themas sehr deutlich zutage tritt. Also ein wichtiger Punkt, an dem hoffentlich in Deutschland, aber auch in anderen Staaten noch sehr viel intensiver gearbeitet werden wird. Vielen Dank, Frau Dr. Steinl. Ich habe hier aus den Kommentaren auch noch einmal Dank zu übermitteln von dem Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung Barbara Unmüßig, die sich hier offensichtlich unter den Zuschauenden, Zuhörenden befindet und Claudia Roth und allen anderen, die hier Inputs gegeben haben, wirklich ihren Respekt ausdrückt und ihren Dank. Sehr schön. Ich sehe auch einige andere sehr positive Kommentare, für die wir auch extrem dankbar sind. Und was wir hier aber auch haben, ist eine sehr lange Liste an Fragen. Also ich sehe allein schon an dem Aufkommen über das Frage und Antwort, über die Frage- und Antwortmöglichkeit hier, wie viel Interesse das Thema hervorruft und wie viele Fragen offen bleiben. Manche sind sehr detailliert, andere aber auch größer. Und ich möchte mit einer eröffnen, die von Anfang an im Prinzip die Veranstaltung auch durchzogen hat, den Zugang für arabische Journalisten, inwieweit dieser beschränkt ist, aber auch die Relevanz ihrer Berichterstattung. Ich habe gesehen, dass es einen Bericht auf Daraj Media gibt von einer arabischen, von Jude Hassan, der den
Prozess begleitet hat und hier sehr ausführlich auch mit Zeugen gesprochen hat. Es gibt auch andere Medien, die darüber auf Arabisch berichtet haben. Aber in der Tat, die Frage ist, ist der Zugang hier beschränkt oder ist es ein rein sprachliches Unterfangen, was hier dann auch später abgefedert wurde? Das würde ich gerne an Patrick geben. Auch an ihn die zweite Frage, die damit zusammenhängt. Ist es auch möglich, dass von arabischen Übersetzungen aus diesen Verfahren, von der Aufzeichnung möglicherweise, auch von dem, was Zeugen hier sagen, der syrische Geheimdienst profitiert und dass dadurch die Zeugenaussagen Leute in Syrien möglicherweise in Gefahr bringen können? Diese Frage ist direkt an Patrick gerichtet. Deswegen würde ich ihm als erstes zu diesen beiden Fragen das Wort erteilen. Aber Wassim, ich würde da auch gerne nochmal deine Einschätzung hören. Und Schumanas, wie ist es mit der Gefährdung von Zeuginnen und Zeugen in Syrien beziehungsweise der Gefährdung von deren Angehörigen? Und hier andockend würde ich auch gerne noch eine weitere Frage aus dem Chat. Und zwar, wie sieht es mit Leuten aus, die sich in Deutschland oder in Europa befinden? Wir kennen es vom syrischen Geheimdienst, der durchaus auch Gewalttaten im Ausland verübt hat. Kennen wir das auch aus diesen Verfahren? Ist bekannt, ob Zeuginnen oder Zeugen in Deutschland bedroht wurden durch den syrischen Geheimdienst, dessen wegen, was sie in diesem Verfahren gesagt oder zu Protokoll gegeben haben? Wie gesagt, jetzt erst einmal bitte Patrick. Ja, vielleicht auf die erste Frage, inwiefern der Zugang für die arabischsprachige Öffentlichkeit beschränkt ist. Nochmal, um das ein bisschen genauer darzustellen. Also die Gerichtssprache ist in diesem Verfahren Deutsch, wie das so üblich und auch gesetzlich geregelt ist. Es ist so, dass für viele Verfahrensbeteiligten, unter anderem natürlich die Angeklagten, eine stetige Übersetzung von allem auf die arabische Sprache stattfindet. Und wir hatten dann an dem ersten Tag diese etwas, nahezu absurde Situation, dass also im Zuschauerbereich sich ganz viele Leute, die eben dem auf Arabisch gut hätten folgen können, befanden. Und 2 Meter vor ihnen lagen diese Übersetzungsgeräte, aber eben in dem nicht mehr öffentlichen Teil. Und sie standen da und diese Geräte waren alle unbenutzt, weil eben nicht alle Verfahrensbeteiligten da waren. Und sie haben gesagt, gib uns doch einfach eins rüber. Wir kaufen euch das ab. Wir bezahlen dafür. Wir tun alles. Aber wir können es nun mal sonst nicht verfolgen. Und das wurde jetzt insofern geändert, als dass immerhin, wie gesagt, erst durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorläufig so geregelt, akkreditierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, die arabischsprachig sind, auch Zugang zu dieser Übersetzung bekommen. Auch da ist wieder das Problem, die Akkreditierungsfrist war extrem kurz. Die Informationen für die Akkreditierung gab es wieder einmal nur auf Deutsch. Deswegen haben es extrem wenige nur geschafft, sich überhaupt akkreditieren zu lassen. Und die Frage ist, ob das Gericht jetzt nochmal bereit ist, so eine Nachakkreditierung durchzuführen oder nicht. Von daher, ja, es ist eine erhebliche Beschränkung, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube nicht, dass an dieser Frage sich entscheidet, ob der syrische Geheimdienst Informationen über das Verfahren bekommt oder nicht. Ich halte einen Geheimdienst, glaube ich, lässt sich nicht davon abhalten, dass die fehlende Übersetzung in die eigene Muttersprache, dass es die nicht gibt, sondern ich glaube, er wäre durchaus in der Lage, auch Leute dort abzustellen, die eben des Deutschen mächtig sind und die dann darüber berichten, auch im Detail. Es geht hier um ein Gerichtsverfahren und das Gerichtsverfahren ist nun mal für die Öffentlichkeit gedacht, nur dass wir halt eben den Begriff der Öffentlichkeit überdenken müssen, wenn wir wissen, wenn wir hören, dass ein Teil der Öffentlichkeit dem eben nicht folgen kann. Wassim hat es gesagt, arabische Journalisten sind draußen vor der Tür, die Deutschen sind drin. Die arabischen Journalistinnen und Journalisten sind draußen, weil sie dort ihre Informationen bekommen. Und es führt im Zweifel einfach dazu, dass sie noch mehr alle möglichen Verfahrensbeteiligten ansprechen. Und es schwieriger ist, einfach die korrekten Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und das sehe ich schon als ein Problem an in diesem Zusammenhang. Danke, Patrick. Wassim, könnten wir auch deine Einschätzung hören? Ist es ein Problem, wenn ins Arabische übersetzt wird? Ja, ich habe nicht viel mehr hinzuzufügen, für was Patrick erleuchtet hat von Problemen. Aber ich kann nur sagen, Übersetzung für
vor allem für die Arabisch Sprechenden, die nicht in Deutschland wohnen, ist essentiell. Es geht nicht anders. Und das ist ein Verfahren, der international ist, unter universeller Gerechtigkeit. Das handelt um, was nicht in Deutschland passiert. Das heißt, dass der Komponent von anderen Sprachen ist tief drin in diesem Prozess. Ich glaube, es sollte vielleicht in diesem Prozess oder die nächsten Prozesse mehr beachtet. Aber ja, natürlich, die Journalistinnen und Journalisten, sie brauchen Informationen. Und woher kriegen sie die Informationen? Das ist eine andere Frage. Wenn die Dokumente und alles auf Deutsch ist, dann kann man nicht sagen, ob alle Informationen, was sie berichten, richtig oder richtig übersetzt oder ja, das dann ein Mundpropaganda, das fängt so an, nicht von Dokumente vielleicht oder nicht Firsthand-Informationen. Das finde ich problematisch, aber ich glaube, das ist auch ein Lerneffekt. Das ist nicht auf einmal alle Probleme zu lösen. Aber wie gesagt, mehr als was Patrick schon beantwortet, habe ich nicht viel zu sagen. Aber ich kann was sagen zu der andere Aspekt, was du schon vorher gefragt hast, über ob dieser Prozess bringt die Zeuge ins Gefahr. Und ich kann nur Geschichten geben von russische oppositionelle Personal und persische, iranische oppositionelle, entweder in Deutschland oder nicht nur in Deutschland, auch in Niederlande und in Belgien und Frankreich. Sie sind verfolgt. Und wir wissen, dass so ein Regime ist brutal. Gott sei Dank, es gibt keine Fälle noch mit physischer Gewalt. Ja, es gibt psychische Gewalt und Drogen und Social Medien. Das gibt es leider viel davon, aber physische Gewalt noch nicht berichtet. Und aber die richtige Frage ist, was ist der Prozess? Falls sowas gibt, ist das ein besonderer Prozess oder dann das folgt der normale Prozess, ich bin gedroht und dann berichte das zum Polizei und dann wird behandelt genau der gleiche wie alles. In der Sinne, Witness Protection, gibt es Witness Protection oder ist das nur der normale Antrag bei der Polizei, dass ich fühle mich betrogen? Das ist dann die Frage meiner Meinung nach. Ja, das ist ja auch die Frage, die du eingangs erwähntest, die auch einer deiner Bekannten gestellt hat. Was passiert, wenn ich Probleme bekomme? Werde ich dann auch geschützt? Jumana, hast du dazu noch etwas zu sagen? Denn du begleitest ja auch viele, die bereit sind, in den Prozessen auszusagen. Ist es eine Sorge, die die umtreibt? Actually, it's really the main challenge that we faced usually in our work, also in contacting with the witnesses. It's that the regime is still in power and the intelligence service is still with all this, capacity, cruelty, that's mean. Also, the revenge from any family members, relative in Syria, it's also that's something that really the witnesses are, and the survivor are really concerned about that. And it happened many times that witnesses really, they express their willingness to be a part of a real legal action, to be a part of that, but still they were hesitating because their name will be published, will be, announced, and that really they are
have fear from any revenge or just harming any family members still in Syria. This is a real challenge. But still, I think that it's the survivor, the planted, the witnesses, they are really very brave. A lot of them, they know that, and still they consider themselves they are fighting for justice, and not only for themselves there, but the other, they are still in jail, they are still in Bashar al-Assad prison. So it's a real challenge. But sometimes we can manage. But for ECCHR, for us, for all the team, the safety and the security of the survivor is the priority. It's first. So always we, like Patrick, the other Koyani, recommend them, not if there is any risk, so better not to be to join this, that maybe later, we don't know, but not now. So safety, their safety is, it's, you know, it's like our priorities. Dankeschön. Ich habe hier eine Frage, die wieder etwas auf die größere Ebene noch einmal läuft. Da du gerade sagst, Jumana, das war eine der Hauptherausforderungen. Wenn wir zu den Herausforderungen noch einmal kommen, würde mich interessieren, Sarah Finnin, aus Ihrem Bericht habe ich die Nachfrage, haben Sie einen Staat identifizieren können, in dem es deutlich leichter ist, als ein Betroffener hier auch Gerechtigkeit zu suchen und Zugang zu finden? Wenn Sie darauf vielleicht eine kurze Antwort geben könnten. Und anschließend daran würde ich bitte auch noch einmal Dr. Leonie Steinl hören. Es ist eine große Frage, aber vielleicht gibt es einen Ansatzpunkt dazu. Muss das deutsche Strafprozessrecht reformiert werden, um diese Verbrechen angemessen verfolgen zu können? Sie haben einige Hinweise der verbesserungsfähigen Dinge gegeben, aber gäbe es einen Punkt, bei dem Sie sagen könnten, das muss man mitnehmen ins Parlament, hier muss gesetzgeberisch nur eine Sache geändert werden, damit es schon sehr viel leichter wird? Sarah, bitte. Thank you for that question. It's an interesting one. Our comparison looked at five very different countries, and it's quite difficult to make comparisons of that type. I think my takeaway from looking at five quite different countries with very different procedural rules is that it wasn't necessarily what was written in the law, what the procedural rights of victims were in each country, but it was much more about the attitude of the criminal justice authorities. So the attitude of the police conducting the investigations, the prosecutors in terms of how they viewed victims and their role in the proceedings, and also the judiciary and everyone involved in court hearings, from the support staff, the assistants to the judges, as well as the judges themselves. So I think also this is reflected in the findings of the European Union's Fundamental Rights Agency, which did a study of victims' rights, looking not at international crime specifically, but rather at victims' rights across the board throughout the EU. And they made similar findings that it's much more about the attitude of criminal justice authorities than about the procedural rules. Dann würde ich gleich weitermachen. Vielen Dank, Dr. Steinl. Genau, mit der Frage nach dem Reformbedarf. Und Sie hatten jetzt nach der StPO speziell gefragt, nach der Strafprozessordnung. Dazu wurde ja vor ein paar Jahren, gab es auch eine Anhörung im Bundestag zur Frage, ob es eine Völkerstrafprozessordnung bedarf. Und da war eher Einigkeit, und die teile ich, dass es da vielleicht eher kleine klarstellende Ergänzungen geben könnte, was zum Beispiel die Nebenklage angeht, was auch AuslandszeugInnen angeht und so weiter, aber kein großer Reformbedarf gesehen. Insofern sehe ich auch bei anderen gesetzlichen Voraussetzungen Reformbedarf. Und da möchte ich gerne zwei Punkte nennen. Ich habe viel über Fortbildung geredet, und ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist tatsächlich eine Fortbildungspflicht, also eine Fortbildungspflicht für Strafverfolgungsbehörden. Und die werde dann im Bundesrichtergesetz oder in den Landesrichtergesetzen
festgelegt werden. Und wir sind auch der Meinung, und da spreche ich jetzt auch quasi als Vorsitzende der Strafrechtskommission des Deutschen Juristinnenbundes, wo wir zum Thema sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt im deutschen Kontext arbeiten, dass es ganz wichtig ist, dass eben solche Fortbildungen verstärkt zum Thema geschlechtsbezogene Gewalt und sexualisierte Gewalt angeboten werden, um gerade diese internalisierten Geschlechterstereotypen, Vergewaltigungsmythen, Sexualitätsvorstellungen und so weiter wirklich aufzuarbeiten, zu reflektieren und zu lernen, damit umzugehen, sodass die Strafverfolgung dadurch nicht beeinflusst wird. Und der zweite quasi gesetzliche Reformbedarf, den ich sehe, ist dann tatsächlich im VStGB. Das war der letzte Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Hier sehe ich Reformbedarf im materiellen Recht, was die Sexualdelikte angeht. Hier ist es ja so, dass wir in Deutschland eben seit 2016 eine Reform hatten des Sexualstrafrechts, nämlich die Verankerung des Nein-heißt-Nein-Grundsatzes auf Grundlage von Artikel 36 der Istanbul-Konvention. Und das ist im VStGB noch nicht angekommen. Da wird immer noch von sexueller Nötigung und Vergewaltigung gesprochen. Das heißt, da sehe ich Anpassungsbedarf und andere Punkte. Wir haben auch nicht explizit die sexuelle Sklaverei im VStGB. Wir haben eben die erzwungenen Schwangerschaften nur in einem bestimmten Kontext, von dem man sich auf der internationalen Ebene schon entfernt hat, also schon weitergegangen ist. Und das ist auch sehr wichtig und richtig. Und wir haben auch nicht quasi die anderen sexuellen Handlungen im deutschen VStGB. Insofern auf verschiedenen Ebenen durchaus Reformbedarf, was das Strafrecht oder das geltende Recht angeht. Aber für mich wäre nicht so sehr das Strafprozessrecht im Vordergrund, sondern genau eher diese Fortbildungspflicht und das materielle Völkerstrafrecht in Deutschland. Vielen Dank. Ich sehe, dass wir nahezu am Ende der Zeit sind und noch eine lange Liste von Fragen hätten. Das wird sicherlich nicht die letzte Veranstaltung gewesen sein, die wir zu diesem Thema machen. Gemeinsam mit ECCR arbeiten wir schon sehr lange und planen auch in der Zukunft weiter an diesem Thema dran zu bleiben, weil wir es für außerordentlich wichtig halten in vielerlei Hinsicht. Ich sehe einen Kommentar noch, den ich gerne teilen möchte, weil es hier darum geht, dass selbst wenn dann ein Verfahren irgendwann abgeschlossen ist, oft ernüchternd ist. Damit ist augenscheinlich nicht nur gemeint, dass das Urteil vielleicht nicht dient, um das Gerechtigkeitsempfinden der Betroffenen im juristischen Sinne abzudecken, sondern dass es auch darum geht, was diejenigen, die dann vielleicht verurteilt werden, auch danach noch können, was ihnen vielleicht verwehrt werden sollte, wenn es danach ginge, tatsächlich Genugtuung für diejenigen, die betroffen waren, herzustellen. Das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt. Die Erwartungen von Betroffenen werden hier durch die Prozesse, die wir in Deutschland führen, sicherlich nur sehr unzureichend erfüllt werden können. Aber nichtsdestoweniger denke ich, der heutige Abend hat gezeigt, was für ein außerordentlich wichtiges Thema das ist, wie viel Interesse es da auch gibt. Bleiben Sie gerne informiert, sowohl über die Webseite des ECCHR, wo Informationen in verschiedenen Sprachen auch aufbereitet werden, spezifisch zu diesem Verfahren, aber auch anderen. Ich möchte Sie auch gerne hinweisen auf den Podcast Branch 251, in dem sehr viele zu Wort kommen, die in diesem Verfahren in irgendeiner Weise beteiligt sind. Und ich denke, es gibt auch eine Reihe anderer Formate, in denen wir die Möglichkeit haben, das weiter zu verfolgen, was sich hier ereignet. Ich danke Ihnen allen herzlich, Ihnen auf dem Podium dafür, dass Sie uns Ihre Expertise heute Abend haben zuteil werden lassen und auch noch einmal Claudia Roth für Ihren wirklich sehr leidenschaftlichen Beitrag. Ich danke Ihnen, die im Zuschauer- und Zuhörerbereich aktiv waren und entschuldige mich für die Fragen, die wir hier nicht aufgreifen konnten. Und ich möchte auch denjenigen danken, die Sie weder sehen noch hören. Das sind diejenigen, die uns hier in der Böll-Stiftung unterstützen, meine Kollegin Birgit Arnhold, Luisa Reh und Philipp Meyer, außerdem natürlich Antonia vom ECCHR und auch all den anderen, die nicht direkt an der Veranstaltung beteiligt waren vom ECCHR, hier meinen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hoffe, dass wir Sie bei unserer nächsten Veranstaltung wieder begrüßen können.